Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, Freunde, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir hatten jetzt bedingt durch den Feiertag eine etwas längere Pause. Umso schöner, dass wir jetzt wieder reden können. Wir haben heute wie immer montags eine freie Themennacht. Und naja, ihr kennt das ja. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 5050. Kostenfreie Telefonnummer extra für euch. Und auch extra für euch die kostenfreie Faxnummer 0800 220 50 51. Hakan ist mein erster Ansprechpartner, Gesprächspartner heute Nacht, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Hakan. Dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich lebe in zwei Welten, also ich habe zwei Gesichter. Mhm. Und zwar bin ich einmal der vorsorgliche Vater. Mhm. Der vier Kinder hat. Vier Kinder? Ja, vier Kinder. Und auf der einen Seite ein, naja, wie soll ich sagen? Ja? Ich spiele sehr viel Glücksspiele und habe vor dem Euro ganz schön viel Scheiße gebaut. Das heißt? Ich habe, meine Frau habe ich im Urlaub geschickt und sie war 6 Wochen weg und in den 6 Wochen habe ich 15.000 Mark verspielt. Mhm. Aus eurem gemeinsamen... Nein, nicht aus meinem, aus unserem gemeinsamen nicht. Ich habe Kredit von der Bank genommen. Ah ja. Ja. Du sagst, das sind zwei Welten. Das heißt, diese andere Welt, dieses Glücksspiel, läuft vollkommen geheim? Ja. So verstehe ich es? Mhm. Wie oft passiert das im Monat? Sehr oft. Das sind dreimal, viermal die Woche. Drei, viermal die Woche. Heißt Glücksspiel, dass du in diese Casinos gehst, in diese normalen Spielhallen gehst? Die Spielhallen meinte ich jetzt. Ja, Spielhallen gehe ich auch, aber in den Spielhallen verspiele ich nicht so viel. Wo spielst du denn? Ja, wir treffen uns irgendwo. Ach so, in privater geheimer Runde. Privater geheimer Runde, ja. Und was spielt ihr da? Ist Poker. Poker. Ja. Mhm. Jetzt hast du gesagt, damals vor der Geldumstellung hast du 15.000 Mark. Ja. Fing das da eigentlich erst an? Da fing es erst richtig an. Ach so. Also bin ich also in die falschen, wie sagt man auf Deutsch, Kreise gekommen. Ja. So, seitdem, das ist jetzt ein paar Jahre, 3 Jahre ungefähr. Ja. Ja. Und wie viel Geld hast du denn seitdem verzockt? Ja, insgesamt beläuft jetzt der Schuldenberg auf 33.000 Euro. 33.000 Euro? Ja. Ich muss nur dazu sagen, ich habe auch in den 6 Wochen habe ich dann auch, bin ich fremdgegangen. In den ersten 6 Wochen damals, als die Frau nicht da war? Ja, genau. Ja, das auch noch? Das auch noch. Das läuft bis jetzt noch. Ach so, das kommt auch noch dazu? Das kommt auch noch dazu, ja. Jetzt haben wir eine zweite geheime Welt. Ja. Einmal die Glücksspielerei und ist es dieselbe Frau von damals? Nein, nicht dieselbe, aber ich sehe sie hin und wieder. Das sind mit meiner Frau zusammen, sind das 3 Stück. Ich habe also 3 andere Frauen. Und dann sind es ja 4 mit deiner Frau zusammen. Ja, ja. Das sind reine Sexgeschichten. Das ist nur Sex. Ich muss nur dazu sagen, dass ich in den letzten 3 Jahren nichts mehr empfinde für meine Frau. Mhm. Dass also sexueller Hinsicht spiele ich ihr was vor. Mhm. Also steht dir das Wasser so richtig bis zum Hals, ne? Nicht bis zum Hals, ich würd sagen, ich steck bis in die Scheiße. Mhm. Hat deine Frau, wittert die irgendwas, dass da 33.000... Nein. Das hast du gut geheim gehalten. Ich habe es so geheim gehalten, ich habe die Wohnung komplett neu renoviert und habe dann ihr gesagt, dass der Kredit, der Rahmen nur für die Wohnung ist. Also, dass der Kredit nicht auf 33, sondern um die Hälfte ist. Naja, also
hast du da so ein bisschen ausgetrickst und sie hat nicht weiter nachgefragt? Und, nein, nein. Das Gefühl zu deiner Frau, hat sich das verändert, seitdem du diese Glücksspiele machst? Oder war das vorher auch schon irgendwie nicht in Ordnung? Nein, nein. Seitdem sie im Urlaub gefahren ist. Mhm. Und seitdem die dann wiedergekommen ist, hat sich dann einiges verändert. Ja. Ich frage dich jetzt nicht, um dich nicht erkennbar zu machen, was für einen Beruf du hast, aber ich frage dich, ob du einen Beruf hast, wo man eigentlich so normal verdient oder weniger verdient oder mehr verdient. Nee, ist normal. Normal. Mhm. Das heißt, das ist dann schon wirklich eine Stange Geld, so viel Schulden zu haben. Ja. Gehen wir nochmal hin zu deiner Frau und zu der Ehe. Wenn du sagst, dass du zu und für diese Frau überhaupt gar nichts mehr empfindest, ist das so? Ich frage es nochmal. Ja. Ist es. Warum trennst du dich nicht von der Frau? Auch wenn die Kinder da sind. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja, wie trennt man sich von einem Partner? Tja, man spricht sich aus, sehr wahrscheinlich. Ja. Aber ich habe Angst, halt alles zu verlieren. Im Prinzip hast du sie ja schon verloren. Ja, das... Was ist das für ein Leben? Wie ist denn überhaupt die Stimmung zwischen euch beiden, wenn du zu Hause bist in der Ehe? Ja, wir reden kaum. Also... Was die Kinder natürlich auch mitbekommen und was kein gutes Familienklima transportiert. Na, ich sag mal so, ich kann das, ich spiele es. Ja, aber die Kinder vermutlich sind noch nicht so sehr alt. Nein, nein, nein. Ja, sie merken nichts. Also noch nicht. Nein, nein. Irgendwann würden sie es auch merken. Möchte deine Frau nicht mit dir schlafen? Doch. Doch, sie möchte, aber ich... wir hatten jetzt seit 2 Wochen keinen Sex mehr zusammen. Ja. Ich habe immer Gründe, mir schlecht. Und wenn es dann passiert, könnte ich mir vorstellen, dass du auch so die normale 0815-Nummer abziehst. Ja. Mensch, Hakan, und die Frau sagt nichts? Die nimmt das alles so hin? Die kriegt das doch hinten und vorne mit, dass eine ganze Menge nicht stimmt. Ja, sie fragt mich auch. Dass, aber sie traut sich nicht weiter zu insistieren. Ja. Also es ist dein Ding, klare Verhältnisse zu schaffen. Ja. Das sind zwei Sachen. Also einmal die Spielerei. Würdest du so sagen, ich würde es fast sagen, nach dem, was du erzählt hast, würdest du von dir auch sagen, dass das wie eine Sucht mittlerweile ist? Das ist eine Sucht, ja. So, das sind zwei Baustellen. Das ist einmal die Baustelle Glücksspiel. Mhm. Wie komme ich da weg? Da brauche ich Hilfe, wahrscheinlich professionelle Hilfe. Und wie kriege ich mein Privatleben wieder in einen ordentlichen, ehrlichen Rahmen? Ja. Ja, das ist mit dem Glücksspiel. Ich zwinge mich ja dazu, da nicht mehr hinzugehen. Ja, aber du schaffst es nicht. Ich schaffe es nicht. Nee. So, das heißt für mich, dass du professionelle Hilfe brauchst. Mhm. Da geben wir dir gerne gleich noch ein paar Telefonnummer und ein paar Ansprechpartner, dass du da behandelt wirst wirklich wie jemand, der eine Sucht hat. Ja. So, das ist das eine. Das ist auch sehr schwierig, aber das ist jetzt leichter zu beraten. Da sage ich, da musst du was unternehmen, da brauchst du einen Fachmenschen, der dir hilft und dann musst du das Deinige dazu tun. Aber was die private Sache anbelangt, da musst du wirklich jetzt alleine handeln. Und wenn das noch so schwierig ist und noch so kompliziert ist, du kommst, ich vermute, aus welchem Kulturkreis kommst du? Ich komme aus Tunesien. Ja. Es ist vielleicht nicht so einfach mal die Ehe dann aufzulösen und zu sagen, nein, wir lieben uns nicht mehr, es geht nicht mehr. Nee, das würde Komplikationen geben. Das ja, aber was für Komplikationen hast du jetzt? Ja, ich... Und du, dir wäre doch wahrscheinlich auch viel wohler, wenn du da klare Verhältnisse schaffen würdest. Ja, du betrügst deine Frau ja massiv seit so langer Zeit. Das muss man ja sehen, das muss man ja klar aussprechen. Du brichst die Ehe immer und immer und immer wieder. Das ist auch nicht Teil eurer Kultur. Nein. So. Da ist die richtige Konsequenz, jetzt den ganz bitteren Weg zu gehen und dann zu sagen, ja, es funktioniert wohl nicht mehr mit uns beiden. Lass uns eine Trennung vollziehen, aber eine gütliche Trennung, weil wir 4 Kinder haben und wir Verantwortung tragen müssen. Ja, ich weiß aber jetzt nicht, ob ich das durchstehe, weil ich liebe meine Kinder. Es ist. Ja, du stehst es aber durch, 3 Jahre deine Frau zu betrügen. Ne? Ja, es ist schon richtig, aber... Und da muss man auch für die Konsequenzen gerade stehen. Ich habe auch im zurzeit auch keinen festen Partner.
sage ich mal jetzt, dass ich jeden Tag bei der bin oder was? Ja, das ist ja egal. Du hast immer wieder welche gehabt und das reicht ja aus, was passiert ist. Und letztendlich ist die Hauptaussage von dir, Hakan, dass du mir sagst, ich liebe meine Frau nicht mehr. Da ist nichts mehr. Ich habe nicht mal mehr Lust, mit dir zu schlafen. Nee, sorry. Da ist kein Herz mehr, da ist keine Leidenschaft, da ist keine Sexualität. Nichts ist mehr da. Ja, es läuft ja auch, sage ich mal jetzt, der Sex immer nach Plan. Und ja. Das kotzt mich auch an. Ja. Und ich kann dir jetzt in aller Klarheit nur sagen, dass ich es für das Allerbeste halten würde, wenn du klaren Tisch machen würdest. Das heißt, wenn du dich von deiner Frau trennst. Wie das alles genau läuft, und das ist, weiß ich nicht, dass es sehr schwer ist und in deinem Fall besonders, weiß ich auch. Aber ich glaube, dass es die einzige Lösung ist. So. Und das andere, die Geschichte mit der Spielsucht, da würde ich dir gerne, oder würden wir dir gerne noch behilflich sein mit der einen oder anderen Telefonnummer. Das heißt, du legst auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an und dann könnt ihr auch noch weiterreden. Okay. Alles Gute, Hakan. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Ich wünsche dir alles Gute. Ich dir auch, danke sehr. Du machst das echt super, danke. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Meine Lieben, 0800 220 5050, unsere Telefonnummer für unsere freie Themennacht heute. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ruft mich an. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt das Thema meine dunkelste Seite. Da hätte Hakan auch anrufen können und hätte auch in die Sendung gepasst. Morgen heißt das Thema meine dunkelste Seite, sprich ich möchte mit euch reden über eure dunkelsten Seiten. So, die Marina ist hier. Ich grüße Sie herzlich, 28 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Marina. Hallo. Ja, um was geht's bei dir? Bei mir geht's wie beim vorigen, geht's bei mir genau andersrum. Mein Mann ist ausgezogen und ist jetzt mit meiner besten Freundin zusammen, die ihr Wissen, was sie von mir hat, über mich hat, hat sie so gekonnt gegen mich ausgespielt, dass er für mich nicht mehr greifbar ist und sich nicht mal mehr um unsere zweijährige Tochter kümmert. Deine beste Freundin? Ja. Wirklich die beste Freundin? Ja, meine allerbeste Freundin. Die Busenfreundin? Ja. Wie lange wart ihr miteinander zusammen? Also mein Mann und ich waren 4 Jahre zusammen und 2,5 Jahre verheiratet und die Freundin war, seitdem ich meinen Mann kenne, immer mit dabei. Ja, also auch 4, 5? 4 Jahre. Mhm. Also, oder kanntest du sie vorher auch schon? Nein, haben uns alle in einem Club kennengelernt. In was für einem Club? In einem Techno-Club. Achso, ich dachte ja schon in einem Swinger-Club oder sowas. Nein. Achso, also dann habt ihr euch gleichzeitig kennengelernt? Ja. Und weißt du, wann bei denen etwas anfing? Zwischen den beiden? Nein, ich habe keine Ahnung. Also er hat es mir auch bis heute noch nicht gestanden. Ich habe das nur von einem guten Freund gehört, dem er sich anvertraut hat. Mhm. Nachdem er hier ausgezogen ist, ist er noch 14 Tage hier an- und ausgegangen und hat eigentlich mit mir versucht, eine Therapie anzusteuern, Konflikttherapie, weil er sagte, er liebt mich noch. Wir müssen halt die Konflikte aus der Welt schaffen. Ja. Und irgendwann rief mich dann ein guter Freund an und sagte, hör mal zu, du investierst da in nichts, der ist mit deiner Freundin zusammen. Ach, so hast du das erst erfahren. Ja. Er kommt an mit Konflikttherapie und du erfährst es über drei Ecken, dass deine beste Freundin, das ist ja heftig. Ja. Das ist ja heftig. Was hast du denn da gemacht? Ich wäre aus allen Wolken gefallen und hätte die... Ja, sag mal, was du gemacht hast. Was habe ich gemacht? Ich habe ihn zur Rede gestellt, er hat es abgestritten. Ich habe sie zur Rede gestellt, sie hat es auch abgestritten. Ja, und dann habe ich mich erstmal zurückgezogen und habe überlegt, was läuft da. Und dann irgendwann habe ich dann meinen Mann nochmal erreicht telefonisch und habe ihn dann darum gebeten, mir das zu erklären, warum er bis Muttertag mit mir alles noch durchzieht und alles ganz toll ist und mit mir auch schläft und mit uns Ausflüge macht, gemeinsame Anschaffung macht und dann auf einmal einen Cut macht und für nichts mehr erreichbar ist, die Konflikttherapie absagt und daraufhin sagte er nur, du hast jemanden kennengelernt, das weiß ich, du hättest angeblich den Kontakt abgebrochen, aber deine Freundin hat mir halt erzählt. Moment, du, wer ist du jetzt? Er hat zu mir gesagt, also wir hatten schon mal eine Krise, da habe ich jemanden kennengelernt, 14 Tage lang, sehr platonisch. Das habe ich ihm auch gesagt. Es war einfach nur dieser Gentleman, der für mich da war. Gut, aber jetzt war niemand da. Nein, aber meine Freundin hat ihm erzählt, dass ich diesen Mann von damals immer noch treffe und dass ich mit ihm schlafe. Das ist ja perfide. Ja. Hat er denn dann in dem Gespräch, das habe ich jetzt gar nicht kapiert, hat er denn dann wenigstens zugegeben, dass er jetzt mit deiner Freundin zusammen ist? Woher weißt du das jetzt so gewiss, dass die beiden zusammen sind? Weil sein Wagen nachts bei ihr vor der Tür steht, weil ihr
das Foto im Auto hängt und weil er die Bilder, er sprüht Graffitis, die er legal malt, die sind für sie und die sind eindeutig. Und wie gesagt, Freunde bestätigen mir das immer wieder. Nur mir gegenüber wird es nicht zugegeben. Und er ist nicht also greifbar. Dass das Auto da vor der Tür steht, das kann nicht ein Zufall sein? Nein, oder? Nachts. Nee. Und du bist sicher, dass es sein Auto ist? Das ist unser Wagen, den kenne ich. Also das ist das einzige, ganz sichere Indiz. Ja. Ne? Ja, und seine Bilder? Das verstehe ich nicht mit den Bildern. Er sprüht Graffitis. Ja. Und die legal. Ja. Und die widmet er, hat er früher immer mir und unserer kleinen Tochter gewidmet. Achso, dann sprüht er unten irgendwas drauf? Ja, und dann steht er für... Für die besagte Frau. Genau. Und dann, du siehst diese Graffitis dann irgendwo in der Stadt und gehst rum und da siehst du diese Widmung. Ja. Das zieht da rein, was? Ja. Also das passiert jetzt alles diesen Muttertag in diesem Jahr? Ja, nach Muttertag abends ist er gefahren. Und wirklich in aller so Frieden, hat noch mit mir Pläne geschmiedet für die Konflikttherapie und ein paar Stunden später rief uns unser Freund an und sagte mir die Wahrheit. Jetzt erklär mir nochmal, wenn das alles so gut gelaufen ist bis Muttertag, warum er unbedingt in eine Konflikttherapie wollte? Das verstehe ich eben auch nicht. Er hat das vorgeschlagen? Ja. Wann hat er das vorgeschlagen? Wie lange liegt das zurück? 4 Wochen. Ach, auch noch gar nicht so lange. Dann hat er plötzlich aus heiterem Himmel gesagt, hier Marina, lass uns mal in eine Konflikttherapie gehen. Ja, wir hatten ja schon Eheprobleme und wir haben immer gesagt, wir müssen uns Hilfe von außen holen. Welche Art waren diese Eheprobleme? Streitigkeiten, Konflikte, die Vertrauen kaputt gemacht haben, kleinere Lügen, wenig Zeit miteinander. Er ist Soldat, er war nur am Wochenende da, dann hat er nachher sich in seine Hobbyzeit in die Malerei geflüchtet und und dann entstehen halt Konflikte und die wollten wir aus der Welt schaffen. Wenn die beiden jetzt zusammen sein sollten, wir gehen mal davon aus, aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast, warum, jetzt ist ja eh alles kaputt, warum gestehen sie das nicht ein? Was ist deine These? Ich denke, dass er sich seine heile Welt mit ihr schaffen möchte und sie vor allem beschützen möchte, weil er weiß, dass ich reagieren könnte. Also ich würde sie nicht anfassen, aber ich bin ein Mensch, der die Psyche dann angreift. Ich mache das hintenrum. Wohnt ihr in derselben Stadt alle? Ja, wir wohnen 10 Kilometer auseinander. Das heißt, wenn er nicht völlig doof ist, dann kann er ja sich an allen 5 Fingern abrechnen, dass das bald rauskommt. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn er das Auto noch nachts da stehen lässt und auch noch die Widmung auf diese Graffiti schreibt. Ja, ja. Also das verstehe ich dann wirklich nicht. Entweder ist er wirklich völlig, völlig durch den Wind. Ja. Oder da stimmt irgendetwas nicht. Also irgendwas stimmt nicht. Jetzt stehst du da mit dem Kind. Du stehst da vor einer völlig katastrophalen Situation. Du hast deinen Mann verloren, du hast deine beste Freundin verloren. Die beste Freundin hat dich intrigant, kann man ja sagen, hintergangen. Ja. Indem sie wissen, was man unter Freundinnen vielleicht sich anvertraut, gebraucht hat, um dich auszutricksen. Hm. Und stehst jetzt da. Ja, und er kümmert sich nicht mal um das kleine Mädchen. Mhm. Also es ist ganz, ganz schlimm. Sie leidet ganz extrem drunter und sie schläft nur noch bei mir im Bett oder in seinem Kleiderschrank. Und was sagst weint. Du? Sie ist 2, sagst du, ne? Sie ist 2, ja. Was sagst du ihr, wo der Papa ist? Also ich sag ihr immer, dass er arbeiten muss. Mhm. Aber er hatte Vatertag angerufen und wollte sie sehen. Mhm. Und da habe ich ihm gesagt, also du kannst erstmal mit ihr sprechen. Und da hat sie ihm immer erzählt, er soll nach Hause kommen. Und er hat ihr gesagt, er kommt nicht mehr nach Hause. Hat er dem kleinen Kind gesagt? Ja, und daraufhin habe ich das Gespräch unterbrochen und musste das Kind erstmal trösten, weil das versteht sie. Wie hast du das denn, wenn das kleine Mädel den Hörer am Ohr hatte, wie hast du das denn gehört, dass er das gesagt hat? Ich habe mich daneben gehängt. Ah ja. Also mitgehört, so nah dran gehängt. Ja, klar. Was gedenkst du jetzt zu tun? Wie willst du weiter vorgehen? Also mein Problem ist, dass ich ihn noch so wahnsinnig liebe und dass ich weiß, dass er ein Mensch ist, der aus Verzweiflung heraus Dinge tut und sich von anderen so weit beschwatzen lässt, dass er Dinge macht, die er irgendwann in ein paar Wochen, in ein paar Monaten bereut. Und aber ich will dir mal sagen, wenn er so eine Sache gemacht hat, was er jetzt gemacht hat, und er das eigentlich nicht machen will, dann ist er aber ein arger Waschlappen. Ja. Ein arger Waschlappen. Ja. Wenn er seine Frau so verletzt, sein Kind im Stich lässt und nicht mal manns genug ist zu sagen, hier was los ist. Ja. Also selbst wenn die Liebe kaputt sein sollte bei ihm, das muss man ja auch alles jetzt mal bedenken, ne? Dann wäre es ja zumindest sehr hilfreich für dich, wenn du das richtig wüsstest und wenn er dir genau sagen würde, so und so ist die Situation. Das wäre zwar auch noch der Horror für dich, aber ich glaube, da kämst du besser mit klar als mit diesem Affentheater, ne? Ja.
Also momentan geht es nur über Rechtsanwälte. Das ist der erste Schritt, den man ja macht. Er hat unsere eheliche Wohnung dann hinter meinem Rücken gekündigt. Mhm. Ach, die hat er auch noch gekündigt? Ja, die hat er gekündigt. Und warum? Hat, ja, weil er hier ja nicht mehr wohnt. Mhm. Ne? Denke ich mal. Mhm. Und es ist halt auch das Gerücht, dass er angeblich noch irgendwo schon eine zweite Wohnung für sich gemacht, also da irgendwie angemietet hat. Aber dem kann ich nicht viel geben. Das Problem ist, 80% unserer Freunde haben alle einen Beitrag dazu, mischen sich auf eine Art ein, die für keinen gut ist. Aber die Person, die es letztendlich ein Leben lang betreffen wird, nämlich mich und mein Mann, wir schaffen es nicht, uns an einen Tisch zu setzen, weil so, Marina, er nicht bereit ist. Habt ihr einen großen Freundeskreis? Ja. So, da muss doch wirklich eine vernünftige Person bei sein. Geh mal wirklich ganz in dich. Da muss eine Person bei sein, die stark ist, die souverän ist und die unparteilich ist. Die euch beide an einen Tisch kriegen muss. Nee. Das gibt's nicht. Weil er blockt ab. Er blockt total ab. Total. Unsere Trauzeugin wollte das machen. Oder die so ein bisschen vermittelt, dass zumindest eine Wahrheit rauskommt. Er blockt alles ab. Er blockt ab. Er blockt sogar die Schreiben vom Rechtsanwalt ab. Das muss alles gerichtlich jetzt gehen. Er blockt ab. Mhm. Alles. Das ist ganz schlimm. Und ich muss jetzt immer unterscheiden, wie ich mit meiner Tochter mit ihm verfahre. Muss aufpassen, dass meine Wut da nicht eine größere Rolle spielt als das Wohl des Kindes. Mhm. Ja, nicht nur als das Wohl des Kindes, das ist natürlich richtig. Aber deine Wut darf auch nicht so groß werden, dass sich das Ganze noch mehr verkompliziert. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt eine ganz große Kraftanstrengung für dich, dass du gut und souverän dastehst, dass du jetzt keine Dummheiten machst, dass er dich nicht irgendwie auch noch angreifen kann. Mhm. Ich habe da jetzt auch überhaupt keine Idee und keinen Rat. Wenn er sich so zubaut, ist, glaube ich, die einzige kluge Verhaltensweise, erstmal nichts zu machen und nur ganz, ganz normal, um ein Gespräch nachzusuchen, immer wieder auf den unmöglichsten Wegen vielleicht. Mhm. Aber mach bloß keine Dummheiten. Mhm. Schneid nicht die Autoreifen auf oder tu der Frau nichts an oder irgendwas. Nein. Bedenke auch immer noch dein Kind. Ja. Alles, was du machst, dafür musst du irgendwann vielleicht Verantwortung tragen. Und das schlägt dann wieder auf dein Kind auch zurück. Also reißt du dich jetzt am Riemen. So schlimm das ist, ich kann es verstehen. Ich würde vor Verzweiflung und Wut kochen, auch an deiner Stelle. Ja, ich bin wie gelähmt. Ja. Total. Also ich funktioniere für meine Tochter und bin den Tag für sie da und mache viel mit ihr, Hauptsache raus aus dieser Wohnung. Mhm. Aber wenn die abends im Bett ist, dann sitze ich natürlich in dieser Wohnung und dann geht's los. Mhm. So mit ganz sachlichem Briefschreiben und so bringt gar nichts. Nee, er fühlt sich eigentlich nur angegriffen. Mhm. Marina, da bin ich überfragt, was man da machen könnte. Außerdem, was ich gerade gesagt habe, dass du dich schützt, selbst vor dir selbst schützt und dass du eine gute Figur machst. Das finde ich das Allerwichtigste erstmal. Wie man ihn rauslocken kann, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Hm. Vielleicht hat mein Psychologe noch eine Idee. Ruf, ja, telefonier doch mit ihm nochmal. Du legst auf und er ruft dich gleich an. Okay, danke schön. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Morgen heißt unser Thema Meine dunkelste Seite und donnerstags sind wir wieder früher da, nämlich um 11:45 im WDR-Fernsehen. Und jetzt begrüße ich herzlich die Sandra und die ist 23 Jahre alt. Hallo. Ja. Und zwar geht's darum, ich habe ein Problem und zwar liebe ich einen Mann, den ich noch nie gesehen habe. Ach, gibt's doch nicht. Ja, doch, gibt's. Wie geht denn sowas? Also wir haben uns auf einer blöden Line, auf so einer Flirtline kennengelernt, eigentlich nur aus Spaß. So einer angerufen. Flirt oder Sexline? Nee, nicht Sex, Flirt. Flirt, ja. Und, was Kommerzielles oder so ein Treff, wo man sich so... Wo man sich so Messages schickt und also halt auch Live-Gespräche haben kann. Aber schon und, was Kommerzielles. Ja, genau. Ja. Mhm. Genau. Und dann haben wir uns halt kennengelernt und wir kennen uns mittlerweile 2 Jahre. 2 Jahre, wie bitteschön? 2 Jahre? 2 Jahre. Und ich habe ihm verschwiegen, beziehungsweise ihn bei meiner ersten Beschreibung auch angelogen, dass ich Übergewicht habe. Nämlich, wie schwer bist du, Sandra? Ich wiege mittlerweile nur noch, sage ich mal, 95 Kilo. Ja. Hatte mal 140 Kilo. Wow. Also habe in der Zeit ziemlich viel abgenommen. Das ist witzig, dass man, glaube ich, an der Stimme das gar nicht erkennen kann. Du hast die Stimme einer dünnen Frau. Danke. Ja, wirklich. Also 90 Kilo hätte ich jetzt von der Stimme her nicht gedacht. Oh, danke. Ja, er wohl auch nicht. Er wohl auch nicht. Ja. Also sag mir mal, wie läuft die Kommunikation ab? Die läuft nur übers Telefon? Nur übers Telefon. Wie weit wohnt ihr auseinander? 500 Kilometer. 500 Kilometer. Ja. Da sagt man auch nicht, ach komm doch mal vorbei, Schatz. Ja, eben, genau. Und das ist jetzt, wie oft telefoniert ihr? Also bei uns lief es immer so, der Kontakt war mal da, dann war er wieder ein bisschen ach so. Unterbrochen. Ach so.
weil er halt, er hatte eine Beziehung, ich hatte zwischenzeitlich auch eine Beziehung, aber eher nur die kürzeren Beziehungen so, die man so zwischendurch mal hat. Und ja, aber wir haben uns immer wieder gefunden, angerufen. Habt ihr auch telefoniert, während der eine oder die andere die Beziehung hatte? Ja, auch. Er hat mir auch von seinen Problemen in der Beziehung erzählt und so hingehend sogar, dass er gesagt hat, dass er doch lieber mit mir zusammen wäre, als mit der Frau, die er gerade hat. Also es hat sich dann in diesen zwei Jahren so eine Verliebtheit, eine Liebesbeziehung entwickelt, die vielleicht anfangs platonischer war, kann man das so sagen. Mittlerweile aber, habt ihr Telefonsex schon gemacht? Nein. Also da sind wir beide keine Fans von. Nee, hätte ja sein können, dass man so in die Zone gerät und... Nö, gar nicht. Aber über Sex habt ihr schon gesprochen? Ja, natürlich über Sex gesprochen schon, aber nicht praktiziert am Telefon. Wie alt ist er? Er ist 33. Also 33. 10 Jahre älter als du? Ja. Aber egal, ist ja kein Problem. Ja, das war auch nie unser Problem. Habt ihr denn Fotos aus... Ja, also er hat sogar ein Foto von mir, nur das Foto war so geschickt geschossen, dass man meine Figur nicht sieht. Man sieht also nur mein Gesicht praktisch. Ja, war das noch zu Zeiten von 140 Kilo? Ja, so ein Zwischending halt, 120. Aber ist man da nicht im Gesicht auch ein bisschen moppelig? Es war halt so geschickt geschossen, dass es gar nicht so wirkte auf das Foto. Und das Foto, was du von ihm bekommen hast? Das war ganz natürlich eigentlich. Und hat dir gefallen? Ja, schon. Ja. Mensch, Sandra, du hast ihm bis heute nicht die Wahrheit gesagt. Ja, aber ich... Also, und jeder Tag, der vergeht, ist dir wahrscheinlich eine große Hürde, dann ihm das zu sagen. Ja, schon, klar, natürlich. Besonders im Moment. Wir haben im Moment wieder einen sehr intensiven Kontakt. Also wir telefonieren täglich, schreiben uns SMS und E-Mails und Was machen wir denn da? Ich habe aber schon eine Idee. Was denn? Ich weiß, was wir jetzt machen. Ich sollte ihm sagen. Nein. Ach, das wäre zu einfach. Nein, du. Ich meine, jetzt habt ihr 2 Jahre gewartet. Ne? Ja. Jetzt kann man auch noch ein halbes Jahr warten. Du meinst, bis ich ganz schlank bin. Genau. Und in diesem halben Jahr. Das habe ich mir auch schon gedacht. In diesem halben Jahr machst du diese Karl Lagerfeld-Diät. Nein, die ist Schwachsinn. Die ist Schwachsinn. Egal. Ich habe keine Ahnung von Diäten, aber bei ihm sieht es ja wirklich phänomenal aus. Also zumindest von der Wirkung her. Ja, natürlich. Aber die soll nicht gerade so toll sein. Und außerdem habe ich keinen Privatkoch, von daher etwas schwierig durchzuführen. Ich bin auch kein Diätberater, aber egal. Ich könnte fast eine sein, so viel, wie ich ausprobiert habe. So, und dann wirst du das für diesen Mann und für die Liebe auch schaffen, dass du in einem halben Jahr auf dein... Was ist dein Traumgewicht? Ja, mein Traumgewicht, so, ich bin ziemlich groß, ich bin 1,80. Mein Traumgewicht schon 75 Kilo oder so. Ja, da ist es ja auch nicht mehr so ganz viel. Ja, 20 Kilo ist schon noch eine ganze Menge. Ja, aber nachher, also der Anfang ist immer leichter als das Ende. Also du weißt ja, wofür du es machst. Nicht nur für die Schönheit und die Eitelkeit, sondern für den Mann, für die Liebe. Ja, natürlich mache ich sehr. Auch als Motivation. So. Nur ich habe halt gerade das Problem, dass er immer mehr drängt. Er weiß, dass es ein Problem gibt, was ich habe. Das habe ich ihm schon gesagt. Und dass wir deswegen uns auch nicht treffen. Ach so, du hast schon was angedeutet. Dass ich dieses Problem erst lösen will. Ach so. Aber er weiß, er kennt dieses Problem nicht. Und das ist natürlich jetzt ungeschickt, ihm das gesagt zu haben. Er hat halt immer gedrängt, warum willst du mich nicht treffen, warum willst du mich nicht sehen? Und irgendwann gehen einem ja auch die Ausreden auf. Natürlich. Du bist Diätfachfrau. Ne? Also in Sachen abnehmen. So nehmen wir mal die bestmöglichste Zeit, 20 Kilo runter zu kriegen. Was wäre die bestmöglichste Zeit? Die bestmöglichste wäre wirklich ein halbes Jahr. Nur da ich schon so viel abgenommen habe, ist es ziemlich schwierig. Also ich meine, ein halbes Jahr würde man doch schon brauchen noch. Ja, also die ersten 25 Kilo habe ich auch in einem halben Jahr ungefähr abgenommen. Na gut, es muss ja noch nicht das Idealgewicht sein. Wenn du als stattliche Frau von 1,80 85 Kilo wiegst, wäre das ja auch schon mal ganz okay. Ja. So, und wenn du 85 Kilo wiegst, dann könntest du ihm das ja gestehen und sagen, pass mal, aber ich bin ein bisschen dicker als auf dem Bild. Ich wiege leider 85 Kilo. Ja. Und dann müsstest du auch mit dem Teufel zugehen, wenn er dann sagt, ach, Sandra, ich liebe doch auch deine Funde. Ja, aber wenn er bis dahin noch keine andere hat. Nee, das glaube ich nicht. Das sehe ich auch immer so. Nee, glaube ich, wenn er so lange ausgehalten hat. Und wenn du dann beim ersten Treffen ihm sagst, pass mal auf, ich habe aber 140 Kilo gewogen. Da wird er sagen, du bist meine Prinzessin, wird er dann sagen. Meinst du? Spiel noch ein bisschen auf Zeit. Ja, da habe ich sowieso vor. Nur das ist halt das Problem, irgendwann kann ich auch selber nicht mehr. Weil er drängelt die ganze Zeit und ich habe wirklich Angst, mich da drin zu verplappern auch. Ja, nein, du musst auch aufpassen, dass es nicht kippt
Und dass es nicht irgendwann wirklich ganz ernst wird und er sagt, ich habe keinen Bock mehr auf das Spielchen. Ja, genau. Weil so schlimm ist, sage ich dir auch, so schlimm ist es nicht. Und du hast ja nun extrem guten Willen gezeigt. Das ist ja eine irre Leistung, von 140 runterzugehen auf 95. Danke. Eine irre Leistung ist das. So, und dann wirst du den Rest auch noch schaffen. Wenn es zu spannungsgeladen wird, dann sag es ihm einfach. Okay. So würde ich es machen. Aber du kannst ja vielleicht noch ein bisschen spielen und, wenn, wie gesagt, 10 Kilo noch runter und dann kommt das große Treffen. Wo soll es denn stattfinden? Ich weiß nicht, also ich habe ihm bis jetzt gesagt, wenn ich mein Problem, in Anführungsstrichen das Problem nennen wir es immer, in den Griff kriege, dann stehe ich irgendwann vor seiner Tür. Ah ja, hat er nicht irgendwie schon geraten und ganz viele Vorschläge gemacht? Ja, natürlich, er hat total viele Vermutungen. Was vermutet er denn zum Beispiel? Ja, dass ich irgendwie von den schlimmsten Krankheiten bis zum lapidalsten, dass ich vielleicht irgendwie eine Brille habe oder sonst was. Also das ist von oben bis unten alles durch eigentlich. Hat er denn schon mal das einmal mal so gesagt oder bist du zu dick? Ja, er hat aber nicht gesagt, bist du viel zu dick, sondern hast du vielleicht 2 Kilo zu viel. Achso, hast du gesagt, nee, das ist es nicht. So, und ich dann so, nee, das ist es nicht. Aber naja. Ja, also ich bin aber ganz optimistisch. Okay. Ne? Okay, dann warte ich noch. Also die Stimme ist schon so dünn, also da kann schon nicht mehr viel schief gehen. Okay. Sandra, alles Gute. Ja, danke. Und ich möchte mal dein Team loben. Das ist ja lieb. Super nett. Das ist lieb von dir. Freuen und dich. Und ich natürlich auch. Du hast eine super Sendung. Dankeschön. Mach weiter. Tschüss. Und tschüss. 0800 220 50 50, Telefonnummer, Faxnummer 220 50 51 und die E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de. Wenn ihr Fax und E-Mail, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer darauf zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls ganz schnell zurückrufen können. Jetzt ist Silvia da und Silvia ist, Silvia, wo haben wir sie denn? Silvia ist 23 Jahre alt. Hier ist sie. Hallo Silvia. Hallo. Ich grüße dich. Und was geht's bei dir? Also worum es bei mir geht, ist vor circa 3 Monaten... gab es halt hier zu Hause einen großen Krach. Mein Vater hat meine Mutter geschlagen und es war halt so schlimm, dass sie im Krankenhaus war, weil sie eine Gehirnerschütterung hatte. Und zum ersten Mal oder kam das schon öfter vor in der Familie? Es kam halt öfters vor, früher, als sie halt kleiner waren, aber dann gar nicht mehr, weil wir halt auch alle erwachsener geworden sind und halt auch gesagt haben, hier Mann, du spinnst. Mhm. Dass er halt sowas macht, weil die sind halt schon seit, ich glaube, 37 Jahren verheiratet. Mhm. Und sie ist halt, wie gesagt, vor 3 Monaten dann halt auch zu Hause ausgezogen und ist halt zu meiner Schwester nach München gezogen. Ach so, nach diesem Vorfall. Nach diesem Vorfall. Nach diesem heftigen Vorfall, der dann auch im Krankenhaus endete. So ungefähr. Ja. Also sie hat halt eine Gehirnerschütterung, er hatte an dem Tag Geburtstag gehabt. Und es war halt schon erschreckend. Also mein kleiner Bruder und ich, wir haben das gar nicht erst mitbekommen, was da genau passiert ist, weil wir halt in der Stadt waren. Mhm. Und halt dann meine Schwester angerufen hat gesagt, wir sollen am besten erstmal noch in der Stadt bleiben, bis sich alles beruhigt hat. Ja. Und dann sind wir halt nach Hause gekommen. Mein Vater hatte halt Geburtstag, habe ich das schon erwähnt? Keine Ahnung. Egal. Ist auch egal, ja. Hat's ja nicht erwähnt, aber egal. Und ja, dann sind wir halt nach Hause gekommen. Er hat auch dann einen auf seinen Geburtstag getrunken gehabt und am nächsten Tag wusste er gar nichts mehr davon. Er hat halt nur gefragt, wo meine Mutter ist und er hat total einen Blackout gehabt. Ja, aber offensichtlich hat er öfters schon einen Blackout gehabt. Also, jetzt ist die Mutter weg. Die Mutter ist jetzt bei deiner Schwester weit weg in einer großen Stadt. Ja. Weswegen rufst du an? Deswegen rufe ich an, weil ich jetzt mit dieser Situation, dass meine Mutter halt nicht mehr zu Hause ist und wir halt nur mit unserem Vater hier sind und er halt ja auch mit dieser Situation einfach nicht zurechtkommt. Ach so, du wohnst bei deinem Vater noch. Genau. Und wie viele Kinder gibt es noch zu Hause? Es gibt, mit mir sind wir 8, also, aber zu Hause sind wir nur noch 3. So viele Kinder? So viele Kinder. 8 Kinder. 3 zu dritt seid ihr noch zu Hause. Du bist 23, habe ich gerade gesagt. Wie alt sind die anderen, die noch zu Hause sind? Der Älteste, also der Zweitälteste ist 33 und der Kleine ist 15. Der 33-Jährige wohnt auch noch in der elterlichen Wohnung oder im elterlichen Haus? Der ist jetzt wieder zu uns gezogen. Aha. Vor 1,5 Monaten halt. So, jetzt ist die Mutter weg. Die Mutter ist weit weg. Ja. Aber du sagst, du kommst damit jetzt nicht zurecht, dass die Mutter nicht im Haushalt ist. Ja. Also weil mir einfach der Gesprächspartner fehlt,
weil ich ja sonst hier keinen Kommunikationspartner habe oder... Aber du hast doch auch ein eigenes Leben sicher, ne? Du hast ja, Gott sei Dank. Du hast, was machst du vom Beruf? Ich mache eine Ausbildung. Eine Ausbildung? Ja. Ja. Aber kannst du denn nicht deine Mutter verstehen, dass das jetzt dann vielleicht endlich mal nötig war, dass sie von ihm weggeht? Wenn ja, er, doch, sicher. Ja. Dafür habe ich vollstes Verständnis, hat jeder von uns. Nur es ist halt, wie soll ich sagen, einfach schrecklich, wenn man das halt früher als Kind hat, ist es an einem vorbeigerauscht, da hat man das ja halt so mitgekriegt, auch wenn wir das jetzt nicht hier so mitgekriegt haben. Ja. Es ist halt schlimm einfach. Aber Silvia, umso besser, dass es jetzt so gekommen ist, dass deine Mutter endlich weg ist. Ich habe fast so ein bisschen den Eindruck, dass du so ein bisschen jammerst, dass die Mama weg ist. Ja, ich vermisse sie halt. Ja, das kann ich auch verstehen. Aber jetzt geht es mal nicht um dich, sondern es geht um deine Mutter. Nein, um meine Mutter, klar. Genau. Damit sie da aus dem Umfeld deines Vaters herauskommt, der ihr offensichtlich ja schon oft im Leben, in diesen vielen Jahren, so etwas angetan hat. Ja. Wenn er jetzt, redet ihr darüber, ihr, die anderen Kinder und der Vater, über den Vorfall? Also die Kinder reden untereinander darüber, mit unserem Vater reden wir nicht darüber. Hm, warum nicht? Weil er dann halt schlecht über meine Mutter redet, wie sie sowas nur machen konnte und alles und wir dafür kein Verständnis aufbringen, weil er hat ja was Schlechtes gemacht, nicht sie. Ja, warum? Er ist ausgerastet. Aber das wäre ja auch eine gute Sache, wenn ihr als erwachsene Kinder ihm das mal so klar machen würdet. Hier, Papa, nicht die Mutti ist schuld, du bist Nein, schuld. Das sagen wir ihm ja, aber er kann es einfach nicht akzeptieren. Mhm. Wenn du, Fehler. Um für mich das so begreiflich zu machen, in all diesen Jahren, in denen die beiden verheiratet sind, was schätzt du, wie oft das vorgekommen ist, dass er zugelangt hat oder sogar heftig zugelangt hat, dass deine Mutter wie in diesem Fall jetzt sogar eine Gehirnerschütterung hat? Wie oft? Ich weiß es nicht. Also so schlimm, das ist vielleicht erst das dritte Mal gewesen, dritte, vierte, obwohl erst, ja, ist schon viel. Mhm. Gab es auch kleinere Übergriffe schon vorher? Ja. Also kann man sagen, dass... Wie gesagt, das meiste ist halt in der Kindheit passiert. Ja, ja, klar. Kann ich mich nicht so dran Aber erinnern. Das bedeutet ja, dass für deine Mutter vielleicht jetzt irgendwie so das Fass zum Überlaufen gebracht wurde durch diese Sache. Dass sie keine Lust mehr hat. Du telefonierst sicher mit deiner Mutter. Ich tagtäglich. Wie sieht sie die Sache denn? Will sie jetzt endgültig bei der Schwester bleiben oder wie soll es weitergehen? Sie wollte eigentlich jetzt am Wochenende, jetzt über Pfingsten, wollte sie eigentlich wieder ganz nach Hause kommen. Mhm. Aber ich und meine anderen Geschwister sagen, sie soll lieber da unten bleiben, weil er sich dann wieder aufregt und wir haben einfach wieder Angst, dass die Sache eskaliert und der ganze Mist wieder von vorne anfängt, weil beide gehen halt nicht mehr arbeiten und hängen tagtäglich zu Hause. Ja. Wie alt sind die Eltern? Meine Mutter ist 53, mein Vater ist 55. Mhm. Das heißt, für deine Mutter ist das nicht klar oder offensichtlich überhaupt nicht so, dass sie ganz weggeht von ihm, sondern sie will schon wieder zurückkommen. Sie will zu uns Kindern kommen, ja, aber nicht zu ihm. Mhm. Das ist für sie fest. Ja, nur gut, ihr Kinder, ihr seid ja nun 23 und 33 und der eine, gut, der ist 15. Aber da müsste es ja eigentlich eine andere Möglichkeit geben, vielleicht dann auch in eurem Ort oder wo du wohnst oder wo ihr wohnt, dass sie zumindest nicht mit ihm mehr zusammen wohnt. Nee, sie will ja dann auch nicht mehr mit ihm zusammen wohnen. Ach so. Will sie dann auch was Eigenes haben. Ja, dann würde ich dir wirklich raten, Silvia, wenn du um deine Mutter so besorgt bist und du hast offensichtlich auch eine gute Verbindung zu deiner Mutter, hast du, ja, ne? Ja. Ja. Dass du oder ihr Kinder, ihr seid ja nun viele, dass ihr wirklich jetzt helft, dann sich auch was Eigenes aufzubauen, mit bei der Wohnungssuche helft, beim Einrichten, da kommen ja tausend Probleme auf jemanden zu, der so lange verheiratet war, das ist ja auch dann sehr schwer zu gehen. Ja. Aber dann seid ihr mal Rückhalt und helft ihr auch. Das werden wir so oder so machen, das ist für uns alle selbstverständlich, dass wir ihr halt helfen. Genau. Überhaupt. Genau. Jetzt ist ganz wichtig, dass ihr der Mutter, die so viel vielleicht auch durchgemacht hat, vermutlich, einfach unter die Arme greift und sagt hier, wir sind für dich da, Mama, und kannst dich auf uns verlassen. Wir schaukeln das Kind schon. Mhm. Ne? Und dann grüßt du deine Mama herzlich von mir. Kein Problem. Und sagst ihr, dass ich es gut finde, dass sie da abgehauen ist und dass ich es auch noch besser finde, wenn sie dann auch wirklich das alles durchzieht und sich eine eigene Wohnung nimmt. Ja, also
Das will ich auch hoffen, dass sie das macht. Das hoffen wir alle zusammen dann. Silvia, alles Gute. Danke. Tschüss. Vanessa, 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hi. Hi, Vanessa. Hallo. Dein Thema. Mein Thema ist, ich habe letztens schon mal bei euch angerufen, ein Thema, das kann ich nicht wieder gut machen. Ja. Also, es ist so, ich bin von 88 auf 89 von meinem Stiefvater sexuell missbraucht worden. Habe letztes Jahr am 14.11. Strafanzeige gestellt gegen ihn. Das war in Anführungsstrichen nur ein Jahr und sie hat ihn auch dann rausgeschmissen, meine Mutter, aber nicht deswegen, weil sie das ja gar nicht wusste, angeblich bis heute. Und jetzt habe ich meinen Geschwistern, also den zwei Kindern von ihm, halt erzählt, dass ich ihn anzeigen werde. Da standen sie auch noch voll zu mir. Und jetzt meiden sie mich. Jetzt meiden sie dich? Ja. Weil du die Anzeige gemacht hast? Ja. Was ich für eine schlimme Schwester sei und jetzt gibt es keinen Unterhalt mehr und es ist für mich ganz klar, dass da meine Mutter der Urheber ist. Sexuell missbraucht, 88, 89. Ein Jahr. Ein Jahr lang. Vergewaltigt? In Körperöffnungen eingedrungen, ja. Ja. Du hast jetzt so lange gezögert. Ja, 13 Jahre lang ging halt die Verdrängungstaktik, aber nach 13 Jahren letztes Jahr im Juli konnte ich irgendwann nicht mehr. Gab es denn Auslöser voriges Jahr irgendwie, dass du sagst, jetzt geht's nicht mehr? Oder war es einfach so Zufall, Juli letzten Jahres? Juli letzten Jahres habe ich meinen Arbeitsplatz verloren. Durch eine ziemlich dämliche Mobbing-Geschichte, sag ich mal. Und ich wollte dann halt einfach nicht mehr immer irgendwie nur ein bisschen da was aufbauen und hier was aufbauen, weil ich eigentlich ziemlich kaputt bin, sag ich mal. Und dieser Verlust des Arbeitsplatzes hat das irgendwie so aufgespült nochmal nach oben. Jetzt erzähl mir doch nochmal die Position der Mutter in all den Jahren. Ach, also da kann ich dir nur so viel erzählen. Ja, sie hat dann, in diesem Jahr musste sie dann auch zur Kripo. Und jedenfalls... Ab wann wusste sie von den Vorwürfen? Ab wann? Ehrlich? Da war ich 15, da habe ich ihr versucht, das erste Mal zu erzählen. Ja. Und einer Freundin von ihr und dann tat man das als lebendige Fantasie ab. Und sie hat das immer weggewischt bis zuletzt? Ja. Und jetzt Aussage ist folgende, sie wird mir gern glauben, aber ihr Herz sagt nein. Da steht schwarz auf weiß in der Ermittlungsakte. Die anderen Geschwister, wie alt sind die? Also ich habe insgesamt drei Brüder, wobei es sich aber nur um die zwei Kinder von dem blöden Stiefidioten handelt. Der eine ist 17, der ist geistig behindert. Und der andere wird jetzt 14, der hat auch eine Lese-Rechtschreibschwäche und hat verdammt viel großes Aggressionspotenzial, aber trotzdem sind es wunderbare Kinder und ich liebe sie total. Das ist, sagen wir nochmal, dein Stiefvater, dem du diese Vorwürfe machst. Ja, genau. Ja, ne? Ich habe seitdem auch seit eben diesem August, erstmal April, Mai 89 keinen Kontakt mehr zu ihm. Sie hat ihn dann noch rausgeschmissen, aber ging es wohl um Finanzielles. Ach so, die beiden sind jetzt gar nicht mehr zusammen. Eben, genau. Und dennoch stellt sie sich hinter ihn. Irgendwie ja. Und die Kinder, gut, der eine sagt, er ist geistig behindert und der andere glaubt ja auch nicht. Also... Die Liebe war immer da und es waren meine zwei allerliebsten und für die würde ich wirklich mein Leben geben. Ja? Und da war ein total gutes Verhältnis da, aber irgendwie habe ich das den Eindruck, seit ich von zu Hause ausgezogen bin, hätte sie. Und ich glaube, ich habe ihr Leben ja damit zerstört, weil ich ihnen erzählt habe, ja, dass ich das Zeige gemacht habe. Wann bist du eigentlich ausgezogen von zu Hause? Ah, das war eine totale Odyssee, die ich mitgemacht habe. Ja, ich bin im Wie alt warst du da? 27. Nee, wie alt warst du da, als das passiert ist? Als du ausgezogen bist von zu Hause? 27. Aber du bist jetzt 27? Ja. Ach so, das ist noch gar nicht so lange her. Nee. Ach so. Ja. Ach so. Aber da war deine Mutter mit dem Vater nicht mehr zusammen? Nein, also sie war halt schon 13 Jahre lang nicht mehr mit ihm zusammen. So, jetzt ist die Anzeige passiert. Du hast die Anzeige gemacht. Spießroten laufen. Wenn ich jetzt nochmal an den Punkt kommen würde, würde ich es garantiert nicht mehr machen. Ja.
Wobei ja noch eine ganze Menge vor dir liegt, ne? Ja. Mhm. Gibt es denn überhaupt jemanden so im Umfeld, in der Familie oder im bekannten Freundeskreis, die zu dir halten, die sagen, alle Achtung, dass die Vanessa sich das traut? Also mein Lebensgefährte, der findet es gut, mein bester Freund findet es gut. Mhm. Aber ansonsten, also eher negativ. Ich finde es auch gut. Ich finde es auch gut und möchte dich eigentlich nur bestärken, darin das auf jeden Fall durchzuziehen, aber das läuft ja jetzt sowieso. Ja. Und vor allen Dingen, dass du nicht umknickst, dass du dir Kraft holst bei den Leuten, die dich unterstützen. Und vor allen Dingen auch, dass du dir sachkundige Leute um dich herum holst, die dir auch wirklich mit Rat und Tat zur Seite stehen, wie man so etwas macht. Am Donnerstag fange ich auch Therapie an. Ja? Ja, weil das brauche ich auf jeden Fall daneben her. Also ich habe generell einfach viel aufzuarbeiten. Ja. Mal. Ich würde gerne, Vanessa, wo du das Stichwort Therapie sagst, und das ist jetzt auch eine sehr wackelige Situation, in der du da bist, also ist ja auch eine Übergangszeit. Ich möchte dich jetzt auch gerne weitergeben an meinen Psychologen. Darf ich nur noch schnell eins wissen? Ja? Habe ich jetzt was falsch gemacht, dass ich meinen Geschwistern erzählt habe oder nicht? Nein. Nein, also ich sage da, du siehst wie aus der Pistole geschossen, sage ich. Nein. Wieso sollst du jemanden schützen, der eine Straftat begangen hat? Der so eine schäbige Straftat begangen hat? Nein. Ich finde es gut. Aber ich verstehe das Verhalten meiner Geschwister jetzt nicht. Ich bin da irgendwie, keine Ahnung, ich denke mir echt scheiße, was habe ich da angerichtet? Ja, wahrscheinlich ist es für die auch ein Schock und für die unbegreiflich. Ja, aber dieser Vater kümmert sich nicht um seine Kinder. Die der kennt die ja überhaupt nicht. Umso seltsamer auch das Verhalten deiner Mutter, finde ich. Ja. Also ich finde nur richtig und gut, Vanessa, dass du das gemacht hast. Es ist ja jetzt auch noch alles relativ frisch. Nur wollen wir mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt, wie das Strafverfahren sich entwickelt. Wenn ich nämlich Pech habe, dann ist aufgrund bei der Aussage meiner Mutter, ja, ist der Prozess steht jetzt im Moment auf wackeligen Beinen. Mhm. Weil sie mich jetzt so hingestellt hat, als ich bin dieses Problemkind damals gewesen. Und ich hatte das können wir jetzt nicht so erörtern. Ja, die Grundfrage ist jetzt gewesen, war es richtig, das gesagt zu haben? Ich finde richtig, dass du es gesagt hast und ich finde auch richtig, dass du die Anzeige erstattet hast. Wie soll ich mit meinem Bruder jetzt umgehen? Soll ich da jetzt nochmal hingehen oder soll ich die in Ruhe lassen? Wenn es möglich ist und wenn die gesprächsbereit sind, dann geh hin und erkläre. Aber da ist meine Mutter da. Oder versuche einen Brief zu schreiben oder versuche auf jeden Fall zu kommunizieren. Das vielleicht wäre in aller Ruhe nochmal einen langen Brief zu schreiben auch nicht schlecht. Also den Kontakt auf jeden Fall halten, dich erklären, aber nicht zurückrudern. Es ist schon gut, wie es gelaufen ist. Okay. Du legst auf, wir rufen gleich nochmal an. Jo, danke. Tschüss. Ciao. Jenny, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Jenny. Hi, ja. Also es geht um den Tod von meinem Opa. Ja. Der ist am Vatertag, Donnerstag, ist er verstorben. In welchem Alter? 81. Mhm. Und zwar, ich war oben in meinem Zimmer und ich wollte meine Mutter unten was fragen gehen. Und als ich in die Küche kam, saß er bewusstlos auf der Bank. Mhm. Ja, ich habe nur einen ganz kleinen Fleck Blut gesehen. Mhm. Und ja, bin ich meine Mutter gegangen und die hat den dann hochgehoben. Also, und einmal gesehen, dass die ganze rechte Seite voller Blut war. Mhm. Wo kam das Blut raus? Der ist Dialysepatient gewesen und hat sich nicht mit klarem Verstand den Katheter aufgeschnitten. Den er wo sitzen hatte? Auf dem Schlüsselbein. Ah ja. Mhm. Und daraus ist er ausgeblutet. Der hat wohl circa eine Stunde alleine unten gesessen. Das heißt, nicht bei klarem Verstand war er nicht mehr so ganz... Wir schätzen, dass er nicht gewusst hat, dass er dadurch stirbt. Achso, er war aber vorher noch relativ normal. Ja, ja. Mhm, ja. Also es war auf jeden Fall nicht so, dass er es gewollt hätte. Das heißt, hast du gerade gesagt, aufgeschnitten? Ja, er hat es wohl mit einer Schere oder mit einem Messer abgetrennt. Warum hat er das gemacht? Wir denken, dass es ihn gestört hat. Aber er war dessen doch gewöhnt, ne? Der ist seit Februar, nee, oder März Dialysepatient. Ach so. Also noch nicht so lange. Noch nicht so lange, ne? Und vorher hatte er es im Hals gehabt. Mhm. Es war noch nicht lange halt am Schlüsselbein. Ja. So, das hast du ihn gefunden? Genau. War er da schon verstorben? Er lebte noch. Also der atmete noch, war total abwesend. Der hatte die Augen nach oben gedreht, einen total starren Blick, war schon blau. Mhm. Dann habe ich sofort den Krankenwagen gerufen.
Das ist circa 2 Minuten bevor der hier angetroffen ist, habe ich gesehen, wie die Atmung aufgehört hat. Mhm. Also. Das heißt, er ist quasi in deinem Beisein gestorben? Genau. Mhm. Und als der Krankenwagen ankam, war es dann zu spät? Ja, also die haben auch nichts mehr gemacht. Mhm. Die haben nochmal ganz kurz versucht zu beatmen und das war es aber auch. Ja. Deine Mutter war auch dabei? Ja. Mhm. War euch in dem Moment klar, jetzt stirbt der Opa? Nee. Nicht? Ihr hattet gar nicht. Auch noch gehofft, auch noch als der Krankenwagen dann kam, dass die doch noch was machen können? Ja. Das und die haben dann aber festgestellt, er ist tot. Ja, also ich fand das ein bisschen hart von dem Arzt. Der hat dann den beatmet. Hm. Die hatten auch schon den Defri geladen. Also die hätten den eigentlich einsetzen können. Was haben sie geladen? Den Defibrillator. Ja. Also das Beatmungsgerät? Nee, dieses für den Stromschock. Ach so. Mhm. Ja. Ja, und als sie dann gehört haben, dass er 81 ist, hat er aufgehört. Also ohne weiterzumachen, ohne zu gucken, ob es überhaupt noch eine Chance hat. Ach so. Und nachdem die dann weg waren, war natürlich die Kripo-Polizei hier und auch normale Polizei. Und die haben gesagt, solange das Blut weiterläuft, lebt er noch. Und das hat noch eine ganze Weile hinter, also das Herz schlägt noch. Moment, das hat die Polizei gesagt? Ja. Und der Arzt ist weggefahren? Ja. Und die Polizei hat gesagt, solange das Blut noch läuft, schlägt das Herz noch. Und es hat noch eine ganze Zeit ist es noch gelaufen. Aber in dem Moment, also ich weiß nicht, ob diese These stimmt, aber in dem Moment, als der das gesagt hat, wart ihr da nicht in heller Aufregung, habt wieder einen Krankenwagen angerufen? Nee. Also meine Mutter ist rausgegangen, weil die haben da nur einen Lappen draufgelegt und den zugeklebt. Ich finde auch sonderbar, dass sie den Opa nicht dennoch mitgenommen haben ins Krankenhaus. Nein, die haben den liegen lassen und auf die Kripo gewartet. Und hast du Zorn auf diesen Notarzt-Einsatz? Nicht wirklich, nur ich finde das halt Hammer, weil dass so alte Menschen einfach abgestempelt werden. Mhm. Weil also jeder, den ich gefragt habe, der hat gesagt, bei 2 Minuten, ey, da kann man doch was machen. Mhm. Es waren noch nicht mal 2 Minuten, die der nicht geatmet hat. Mhm. Und dass er eben auch dieses Gerät nicht eingesetzt hat, nachdem ihr gesagt habt, er ist 81 Jahre. Ja. Mhm. Der hat direkt gesagt, kannst du wieder ausmachen. Mhm. Ist vorbei. Mhm. Das ist das Harte daran. Mhm. Das verstehe ich. Das würde mich auch sehr, sehr böse machen. Ja, ich bin nicht wirklich böse, nur ich verstehe das nicht, weil dass alte Leute so abgestempelt werden in der Gesellschaft. Also die haben ja wohl auch ein Recht auf Leben. Mm. Ja, ne, was noch zynischer daran ist, dass man sagt, naja, okay, komm, der ist 81, da machen wir jetzt nicht mehr so viel. Genau, das ist das. Da muss man genauso viel machen wie mit einem jungen Menschen, finde ich. Ja, genau, das ist das, was mich gestört hat. Mm. Mm. Also es war ja Vatertag, wer hat Bock daran zu arbeiten, ne? Ja, ja. Also so nach dem Motto. Dann war die Polizei da. Das ist ja auch alles dann sehr, sehr schrecklich wahrscheinlich und zieht sich in die Länge. Ja. Wie lange hat denn das gedauert, bis dann der Opa endlich abgeholt wurde? Das war 7:30, haben die den Tod festgestellt. Morgens? Abends. Abends. Mhm. Ich glaube so gegen 10 Uhr, 22 Uhr ist er abgeholt worden. Und dann ist er gleich von einem Bestatter abgeholt worden? Ja. Mhm. Und der ist heute obduziert worden. Ach, das ist auch noch gemacht worden? Mhm. Und was ist das Resultat dieser Obduktion? Weißt du das schon? Ja, also ich denke, das war ja eindeutig, dass er verblutet ist. Mhm. Also der hat ja auch vor kurzem erst angefangen, Blutverdünnungsmittel zu nehmen. Habt ihr euch ja mal kundig gemacht im Nachhinein, ob das stimmt, was der Polizist gesagt hat? Solange er blutet, lebt er. Ja, weil es ist ja so, das Herz pumpt ja. Hat euch das ein anderer Mediziner mittlerweile bestätigt? Ja, das Herz pumpt. Und wenn das Herz nicht pumpt, steht das so. Das ist ja wirklich unglaublich, dass dann der Notarzt und die Leute, die da waren, dass die das nicht gesehen haben und haben ihn dann verbluten lassen. Meine Mutter hat denen ja auch gesagt, der blutet noch weiter. Meine Mutter wollte eigentlich nur, dass sie das noch mal fest zumachen oder Druckverband oder sowas. Habt ihr jetzt irgendwie überlegt, diesen Notarzt anzuzeigen? Nee, so weit sind wir noch gar nicht. Also ich würde es machen. Also wenn das wirklich so nachweislich ist, dadurch wird der Opa nicht mehr lebendig. Nee, nee. Aber ich finde, das wäre man dem Opa schuldig. Und ich finde auch, dass man den Leuten das nicht durchgehen lassen darf. Mhm. Ja, ich denke mal, es hat echt nur dran gelegen, dass Vatertag war und die keinen Bock hatten zu arbeiten. Mhm. Das war so krass. Also. Mhm. Aber man konnte jetzt nicht in der Obduktion sagen oder aufgrund der Untersuchung sagen, wenn man noch was gemacht hätte, das und das, dann hätte man ihn retten können. Das kann man so nicht sagen. Nee, so
so weit weiß ich es auch gar nicht. Mhm. Also ich weiß nur, dass das festgestellt worden ist, dass es halt die Verblutung war. Mhm. Weil er halt... Ich würde mal an eurer Stelle mich mit einem Rechtsanwalt unterhalten, der sich genau mit solchen Dingen gut auskennt. Um mal nur mal Informationen einzusammeln, wie das ein Fachmann beurteilt, das Ganze. Ja, so. Jetzt haben wir über so viele sachliche Sachen geredet. Das ist so, dein Opa ist tot. Mhm. Hattest du ein sehr enges und sehr inniges Verhältnis zu dem Opa? Ich sag mal so, nicht so dolle wie zu meiner Oma. Mhm. Also die ist jetzt ja knapp ein Jahr tot, also heute. Ach, die ist auch verstorben? Ja, heute vor einem Jahr. Ja. Also seine Frau so gesehen. Aber dennoch warst du wahrscheinlich sehr traurig. Ja, natürlich. Also ich habe das erstmal gar nicht realisiert, weil, also bei meiner Oma habe ich das nicht gesehen. Da habe ich es nur gesagt bekommen. Ja. Und jetzt habe ich es gesehen. Ja. Ich habe gesehen, wie die Ärzte aufgehört haben. Ich habe gesehen, wie der da lag. Der lag ja noch eine ganze Zeit da einfach so. Umso bitterer ist das Ganze, ne? Ja, das sich anzugucken. Mhm. Der blaue Körper, wo wirklich schon der Magen eingefallen war. Mhm. Das war... Also das muss man erstmal realisieren. Mhm. Vor allem bei meiner Oma konnte man das abschätzen, dass es nicht mehr lange dauert. Und da, das war so plötzlich. Das ist auch so ein Bild, was du wahrscheinlich dein Leben lang nicht vergessen wirst. Ich liege jede Nacht wach, weil ich das nur noch vor den Augen habe. Mhm. Von dem Moment an, wo ich runterkomme, bis er abgeholt worden ist. Mir tut es sehr leid, Jenny, dass das alles so passiert ist. Und ich möchte dir anbieten, wir haben hier immer sehr viele sehr schlaue Leute, die hier zuschauen, aus den verschiedensten Fachbereichen, so auch sehr viele Juristen, und wir haben schon manch guten Rat hier bekommen. Ja. Wenn sich jemand bei uns meldet, der zu diesem Fall, so wie du ihn gerade geschildert hast, dezidiert was sagen kann oder ein Fax schickt oder so, dann reichen wir das gerne an euch weiter oder machen sogar einen Kontakt dann zwischen euch. Ja, das wäre nett. Ja, so machen wir es. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute und alles Liebe. Vielen Dank dir auch. Tschüss, Jenny. Danke, tschüss. Timo ist hier. Timo ist 14 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Timo. Um was geht's bei dir? Zu später Stunde. Bei mir geht's um die Liebe. Um die Liebe? Ja. Und erzähl. Ich bin in ein Mädchen verliebt aus meiner Klasse, aber sie weiß es noch nicht. Ja, die ist in deinem Alter ungefähr? Ja, sie ist 13. 13, mhm. Wie lange schon verliebt? So 3 bis 4 Monate. So richtig. So richtig? Ja, genau. Warum bist du verliebt? Erzähl mal, was ist toll an der Frau? Sie ist lustig, immer gut drauf. Ja, sieht gut aus. Ja, und hast du schon ein bisschen geflirtet mit ihr? Naja, nicht so. Nee, aber du redest mit ihr. Ja, sie sitzt daneben mir. Was, sie sitzt neben dir? Ja, klar. Ja, aber nicht jetzt im Moment. Also in der Schule. Ich sage, was ist jetzt? In der Schule. Ach, sie sitzt neben mir. Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Das ist ja die Chance überhaupt. Das heißt, also ihr habt viel Kontakt miteinander, redet eine ganze Menge über Schule, alles, über Lehrer, über alles Mögliche. Ja, klar. Ja. Aber ich weiß nicht, ob sie einen Freund hat. Das kriegt man doch eigentlich immer so mit, wer einen Freund hat und ob jemand einen Freund hat. Du weißt das nicht? Ja, bei ihr ist es ja so, sie ist Araberin oder wie das heißt. Ja. Und dann, ja. Ach so, dann blickst du nicht so hinter, ob und ob nicht. Ja, genau. Ah, verstehe, das macht den Fall kompliziert. Und wir haben auch jetzt eine Reise nach Bamberg, unsere Klassenfahrt, und sie darf da nicht mit, weil sie keinen Sex haben darf, bevor sie nicht verheiratet ist. Und ihr habt alle in Bamberg Sex, oder wie? Nein, aber ihre Schwester hatte da schon mal einen Unfall mit Sex und dann... Ach so, da haben die Angst, dann jetzt Angst, dass da irgendwas passieren könnte. Genau. Da hast du schlechte Karten, Timo, glaube ich. Ja. Ja, das ist, glaube ich, sehr kompliziert, wenn sie aus so einem strengen Elternhaus kommt. Und sie so weiß ich nicht, ob sie sind. Na gut, aber diesbezüglich wahrscheinlich schon streng, wenn sie schon nicht mit auf die Klassenfahrt darf. Ja. Und ob die Eltern dem zustimmen würden, wenn du als 14-Jähriger, vielleicht dann auch noch deutscher Junge... Ja, ich bin deutsch. Naja, mit dem Mädel zusammen bist. Schwierig. Ist sie denn sonst so ganz locker oder ist es doch auch eher so ein zurückhaltendes Mädchen? Gar nicht zurückhaltend. Nicht zurückhaltend? Nee. Ganz offen, also lustig, frei. Ja. Also ich tippe mal, ohne jetzt die näheren Einzelheiten zu kennen, dass sie keinen Freund hat. Ja. Ich tippe mal, dass sie keinen Freund hat. So, jetzt überlege ich gerade, was ist eigentlich so schlimm daran, wenn du ihr das erzählst, dass du dich ein bisschen in sie verliebt hast? Ja, weil wir verstehen uns das so gut und da habe ich Angst, dass da irgendwas dabei passiert, wenn sie dann irgendwie denkt, dass ich Gefühle für sie habe oder so. Dass dann...
dass ihr euch dann nicht mehr sonst so gut versteht. Genau. Ja, gut, das ist immer so die alte Frage. Andererseits, wenn man sich verliebt hat und sich vielleicht immer mehr verliebt, dann hat man das im Kopf und hat es im Kopf und kriegt es nicht mehr raus. Ja. Und da ist meistens immer das beste Mittel, wenn man das dem anderen sagt. Dann kann der andere reagieren. Dann sagt der andere, ich überhaupt nicht. Und dann kann man damit was anfangen. Oder der andere signalisiert vielleicht auch so ein bisschen, ja, vielleicht. Und dann kann man tolle Sachen miteinander erleben. Oder man gerät in den siebten Himmel. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, Timo. Ich würde an deiner Stelle die Sache noch ein bisschen beobachten. Das heißt, beobachte dich mal noch ein bisschen. In ein paar Wochen, was so in dir los ist und ob du weiter verliebt bist und interessiert bist. Und dann würde ich mal ein bisschen die härtere Nummer fahren und ein bisschen flirten und es ihr vielleicht auch erzählen. Okay. Und dann mal gucken, was passiert. Mhm, alles klar. Alles Gute. Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, klar. Also ich grüße meine Mutter, meine Oma und Verena aus dem Chat. Und Verena aus dem Chat. Alles Gute, ja. Timo. Tschüss. Tschüss. Viel Erfolg. Ja, danke. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. Ove Petersen in der Technik. Morgen heißt unser Thema Meine dunkelste Seite. Ich möchte gerne mit euch über eure Abgründe reden, eure Geheimnisse, über das, was ihr so in euch tragt, was euch unangenehm ist, was euch zuwider ist, für das ihr euch schämt. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr unter der bekannten Telefonnummer anrufen. Ich wünsche eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Ciao.